mache eigentlich alles, um die Sachen zu fixieren mit Gipsbinden. Das sind normale, herkömmliche Gipsbinden, wie man sie so im Handel bekommt. Und das zeige ich euch mal in einer kurzen Sequenz. Einfach in Wasser getaucht, abgetropft und dann so aufgetragen. Das Grundgerüst mit den Gipsbinden ist nun fertig. Sieht so aus. Jetzt gehen wir normal weiter mit dem Gips. Ich habe hier Gips angerührt. Normalen, ganz normalen Modelliergips. Ich mache den extra dünnflüssig und bestreiche das zuerst alles, bevor es eindickt. Und streiche damit mal alles ein. Nun ist natürlich jetzt die ganze Sache eingedickt. Jetzt kann ich das natürlich schön den Gips mal auftragen. Ich will das ein bisschen überhängend haben. Also streiche ich hier oben sicher ein bisschen mehr hin. Und das ist ja jeder macht das anders. Ich zeige euch meine Technik und ja. Das kann ja jeder dann handhaben, wie er gerne möchte. Und jetzt warte ich nicht, bis es ganz trocken ist. Ich mache Vorarbeiten. Das heißt, ich fange jetzt schon an, den feuchten Gips wieder herauszustreichen. Also hier von oben möchte ich ja das überhängend haben. Die Grobstruktur eigentlich ziehe ich schon in den Gips hinein. Wichtig ist beim Fels immer, wenn möglich, in die gleiche Richtung die Einschnitte ziehen. Man kann natürlich Unterbrechungen machen, wie Stücke rausziehen oder kleine Abschläge machen und so weiter. Erstmal hallo zusammen. Es ist mir wichtig, dass bei dieser Grundtechnik beim Gipsen es wirklich nur um die Technik geht und nicht um Berge zu bauen. Dass auch Anfänger das ganz einfach nachmachen können. Der Gips ist nun getrocknet und das sieht jetzt so aus. Jetzt nehme ich hier noch ein bisschen Strukturen heraus. Jetzt mache ich einfach mit diesem Keil, nehme ich hier Strukturen heraus. Einfach. Man kann dann hier auch schön hineingehen. Es geht mir wirklich nur um die Technik. Mit der Spitze kann man einfach hier dann schön so den unteren Teil so noch ein bisschen wirklich herausziehen. Das Ganze. Und am Schluss gehe ich einfach mit der Drahtbürste noch drüber, um das Ganze zu verfeinern. Jetzt habe ich die ganze Struktur bearbeitet. Am Schluss bin ich nochmal über das Ganze hinweggegangen und von oben nach unten mit der Drahtbürste nochmal nach unten gezogen. Hallo zusammen, heute geht's ums Kolorieren. Das Stück haben wir ja das letzte Mal fertig gemacht, dieses kleine Felsstück, und das wollen wir nun kolorieren. Zuerst gibt es einen Auftrag wie ein, ja, so ganz dünnflüssige Acrylfarbe. Ich habe mich entschieden für ein Schwarz mit Grau. Extrem viel Wasser muss darin sein. Wirklich die Flüssigkeit, die Farbe und tupft das richtig hier hinein. Wichtig, da kann man mal richtig reinschmieren und reinpatschen. Es soll ja in allen Ritzen gehen, aber wichtig ist wirklich, dass es dünnflüssig ist, extrem dünnflüssig. Ich mache das jetzt mal
mit der ersten Farbe fertig und zeige nachher, wie es weitergeht. Das mit der schwarz-grauen Farbe fertig, sieht das so aus. Und jetzt will ich nur Akzente setzen. Ich nehme hier mein Erdbraun, das ich gemischt habe, ist auch sehr dünnflüssig gemacht. Und dann nehme ich hier einfach einen dünnen Pinsel. Ich will ja nur Akzente setzen im Fels, also nicht irgendwie alles vollklecksen. Und dann gehe ich einfach hier rein, auch extrem flüssig, will ich ein paar Strukturen machen mit der Farbe. Und dann ist wichtig, braucht ihr Küchenpapier, um das abzutupfen. Und tupfe überschüssige Farbe weg. Ich will ja nicht zu viel, dass es dann nur braun aussieht. Verfahre ich genau gleich. Ich habe hier mein Erdgrün, ein bisschen braun, ja, eine Spezialerdmischung, die ich gemacht habe. Verfahre ich ganz genau gleich. Gehe hier auch hinein. Ich will das hier vor allem im unteren Teil wieder tupfen. Sonst habe ich den ganzen Fels nachher grün. Das will ich ja auch nicht haben. Unser Felsstück ist nun getrocknet mit den Grundfarben. Ich halte das hier mal in die Kamera, aber ich werde nachher noch ein Foto einblenden, dann sieht man das besser. Der nächste Schritt wäre jetzt das Granieren der ganzen Felsen. Und ich will nochmals betonen, das sind die Grundtechniken, die ich zeige. Und ich will keine Berge bauen. Aber ich werde euch am Schluss, also im Verlauf des Videos, noch ein paar Sequenzen einblenden. Ihr seht die ganzen Berge, die ich eigentlich gemacht habe, wo dieses Zwischenstück dann hineinkommt. So, jetzt geht's zum Granieren. Beim Granieren ist es wichtig, dass man eine Farbe wählt, die vielleicht nicht so extrem ist. Also ich nehme entweder nicht ein Titanweiß, sondern ich nehme hier jetzt Acrylfarbe Elfenbein. Und dann nimmt man Farbe an den Pinsel und streicht diese auf einem Stück Pappe aus, bis fast nichts mehr am Pinsel ist. Und dann geht man einfach über die erhabenen Stellen einfach darüber. Ich gehe jetzt quer eigentlich zur Struktur. Dann kommt das die ganze Struktur extrem schön heraus. Und ich mache es nicht ganz trocken. Es gibt ja Leute, die sagen, man sollte fast nichts mehr auf dem Pinsel haben. Aber das mache ich nicht. Ich nehme doch ein bisschen noch, dass ich noch ein bisschen Farbe, Restfarbe darauf habe von diesem Elfenbein. So. Ist nun fertig graniert. Das sieht jetzt so aus, ich hoffe, man sieht das ein bisschen in der Kamera. Es sind wirklich nur Farbnuancen, ganz leicht braun, grünlich, gar nicht so schwer. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Also, elektrostatisch begrasen ist heute das Thema. Ich habe hier mal ein Stück gemacht, das ist so, Styrodur habe ich mit Desert Bedding Erde, ein bisschen Streumaterial habe ich hier, verschiedene Farbnuancen reingebracht, weil ich bin kein Fan von nur Farbe raufstreichen und nachher mit Grasfasern darüber, aber das muss jeder selber wissen. Ihr könnt einen Leim nehmen oder einen speziellen Graskleber, ich nehme jetzt hier den Graskleber von noch. Ich nehme einen Pinsel, einen ganz feinen jetzt, möchte hier punktuell einfach kleine
Tupfer setzen von braunem Gras, das ich nachher machen werde. Da braucht man keinen Künstler sein, da kann man der Kreativität freien Lauf lassen. So ein Milchkaffee, hellbraun, und dann geht ihr einfach darüber, so ganz fein, wie ihr das haben möchtet. Dann klopfen wir das wieder ab, das will ich ja wieder gebrauchen, die ganze Sache. Dann hat man hier mal wirklich einen feinen Braunauftrag, ganz wenig, nicht viel. Jetzt beim nächsten Schritt wirst du 2,5-5 mm Gräser machen. Ich zeige euch das gleich. Ist das ein bisschen abgetrocknet, man sieht das hier, ein bisschen Brauntöne. Jetzt will ich hier, ich bin ein Fan von Mischungen. Das heißt, ich nehme jetzt eine Mischung von 2,5 bis 6 mm Gräsern Sommerwiese von noch und ein bisschen Wildgras Beige auch von noch 6 mm. Mische das zusammen. Ich will jetzt hier am Rand da ein bisschen höhere Gräser, aber noch nicht zu grün haben und dann noch etwas dunkelgrün und so weiter. Also, dann gehen wir folgt wieder weiter. Wir nehmen hier auch wieder Leim. Dann geht ihr hier rein. Hier will ich jetzt ein bisschen mehr Fläche haben oder Struktur. Aber ich will ja euch nur Tipps geben. Aber das muss jeder selber bestimmen. Natürlich, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Das ist ja auch okay so. Hier unten stelle mir den Leim wieder auf die Seite, wie gehabt. Hier habe ich meine Mischung schon drin. Jetzt geht's wieder los. Hier habe ich eine größere Sieb genommen, dass ein bisschen mehr Fasern rauskommen. Weil hier will ich ein bisschen dichter haben. Mache mal zuerst Zwischenklopf. Kann ich hier noch ein bisschen dichter auftragen wieder. Gehe ich nochmal darüber. So, jetzt habt ihr schon mal eine schöne Struktur hier mit den Grüntönen, Brauntönen. Jetzt will ich nachher noch andere Strukturen und andere Gräser benutzen. Aber jetzt reinige ich das mal und dann geht's weiter. So, jetzt geht's weiter. Jetzt will ich mit 5 mm Wildgras von Hecki, 6 mm Wildgras von Hecki dunkel und noch ganz dunkel später einarbeiten. Aber jetzt mache ich eine Mischung von, ja, so Heugrün kann man sagen und etwas dunklerem Grün. So in etwa. Mache ich eine Mischung wieder. Dann gehe ich jetzt hier etwas grober hinein. So, da will ich nicht überall machen. Greenkeeper. Wieder mal ab. So, da gehe ich noch ein bisschen darüber. Ja, jetzt sieht man doch schon unterschiedliche Höhen. Ja, lassen wir das mal trocken und dann geht's weiter. So, die Gräser nehmen nun langsam ein bisschen Formen an. Man sieht hier ein bisschen heller, dunkler und ein bisschen länger. Jetzt ganz punktuell werde ich jetzt noch 6 mm ganz dunkelgrün arbeiten und ganz zum Finish 10 mm helles Wildgrün oder ganz, ja, ganz verdorrtes Gras, ein paar einzelne Halme. Also jetzt machen wir noch 6 mm dunkelgrün. Nicht viel. Nur an gewissen Stellen. Wie gesagt, 6 mm dunkelgrün. Diese sind jetzt von noch.
bisschen abschütteln wieder, sonst verdichtet die Farbe zu stark. Jetzt sieht man doch schon unterschiedliche Nuancen, heller, dunkler. Jetzt, wie gesagt, jetzt putze ich das natürlich wieder und mache noch 10 mm punktuell helleres Gras. Also bis nachher. So, jetzt ist es langsam ein bisschen angetrocknet, man sieht die Nuancen. Jetzt will ich hier noch punktuell 10 mm Fasern machen. Das ist eigentlich so ein, ja, hell, also ich zeige euch mal die Farbe hier. Das ist von Heki, so gut sieht hier. So straumäßig kann man sagen. Jetzt hier will ich das nur punktuell mit dem Zahnstocher. Gehe ich hier einfach wirklich hinein und möchte ganz wenig Gras davon haben. Nicht viel. Zehn Millimeter ist natürlich schon eine hohe Nummer, sage ich mal. Da muss ich schon ein bisschen Gas geben, aber der Greenkeeper, der ist sehr stark. Alles klar, man sieht natürlich jetzt den Leim, das trocknet natürlich transparent dann aus. Das ist ganz klar. Okay. Jetzt gehe ich nochmal rüber und dann zeige ich euch, wie es ausschaut. So, nun habe ich das Ganze begrast. Diese einzelnen Fasern, die zum Teil noch ein bisschen liegen, da werde ich nachher natürlich mit dem Absaugen, werden die natürlich noch aufgestellt. Aber einfach, dass ihr mal seht, die unterschiedlichen Farbnuancen, die es hat und die unterschiedlichen Längen. Weil das macht es eigentlich aus. Ich zeige euch das nachher nochmal in der nahen Aufnahme, da seht ihr das ganz genau. Okay, und wenn ihr euch interessiert, wie man noch Blüten einarbeitet oder hier daraus noch Büsche zieht, das könnte man vielleicht in einem Folgevideo machen, im Aufbauvideo. Aber das sind jetzt mal die Basics. Also nochmal zu merken, anfangen mit den tiefen Fasern, also 2 habe ich genommen, 3, 5, 6 und 10, weil am Schluss ist die eher höher, nachher die tieferen Fasern einzuarbeiten, ist etwas schwierig, außer sie ist natürlich außerhalb von der Begrasungszone. Okay. So, ich habe das jetzt mal abgesaugt, ist noch nicht 100% trocken. Ihr seht das hier, jetzt noch gewisse Leimstellen. Aber ich glaube, in der Kamera sieht man gut die unterschiedlichen Höhen, wenn ich mal das so hinhalte, und die unterschiedlichen Farbnuancen. Ich glaube, das kann man gut erkennen. Gehe noch ein bisschen näher an die Kamera, dann sieht man das, glaube ich, sehr gut. Hier die Stelle, wo noch nicht trocken ist, aber das kommt natürlich noch. Ich mache nachher noch Fotos, damit ihr mal einen Eindruck habt, auch von den verschiedenen Farben. Jetzt gerade noch ein paar Fasern, die zu viel sind. Muss man natürlich nachher schauen, dass wirklich alles draußen ist mit dem Saugen. Aber ich denke, ihr seht, was ich meine, und der Gesamteindruck, denke ich, ist auch cool mit den verschiedenen Nuancen. Okay.